Was geht ab, Leute? Alles fit? Hopp doch mal runter. Komm mal. Hey. Willkommen, Freunde. Ich bin hier am Samroyot Beach, Thailand, Hua Hin. Zieht euch das mal rein. Einfach ein Private Strand. Kein Mensch ist hier. Ich liebe sowas. Kennt ihr so Strände, wo einfach überfüllt ist mit solchen Liegebänken? Keine Ahnung, ich kenne das von Italien oder Türkei und so. Du siehst nicht mal mehr Sand. Würde man von oben so runter gucken, würde man nicht mal Sand sehen. Nur so blaue Liegestühle und Türme und so. Aber hier, schaut euch das mal an. Genial. Hammerhart. Das ist hier Samroyot, ist glaube ich. Mir wurde gesagt, das heißt, die haben mir gesagt, das ist Samroyot, heißt irgendwie Schildkrötenbucht oder so, weil dieser Berg hier aussieht wie eine Schildkröte. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so, aber doch, Ähnlichkeit hat schon. Wie gesagt, Freunde, ich feiere solche Strände, wo du einfach... Guck mal, die sind zwei Leute. Ich bin ganz alleine hier. Gechillt, bra, gechillt. Hier haben wir thailändische Ariel, die eine Geschlechtsumwandlung durchgemacht hat und ihr Schwanz wurde entfernt. Gibt's alles. Wir gehen jetzt mal da hoch und ziehen uns mal die Aussicht rein. Wie man da hochkommt, steht noch in den Sternen, aber wir werden schon einen Weg finden, auch wenn ich da hochklettern muss. Von da vielleicht. Sollen wir es von hier versuchen oder vielleicht kann man von da hinten auch. Also ich kletter da jetzt einfach mal hoch. Oh, Johnny. Schon steil. So ein Profikletterer würde lachen. Wenn sie hier um den Hals. Ah, Johnny. Verdammt, Alter. Das nenne ich doch mal ein Abendessen. Meine Hose ist so eng. Ja. Ich habe mir mein Bein eingeschlagen. Oh shit. Also die Anstrengung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zieht euch den Ausblick rein. Hammerhart. Oh nein, Alter. Da machen schon welche Augen. Eins, zwei Augen. Da sind die Leute am Angeln. Da haben wir einen Angler. Bring ich mal einen Hering. Boah, der hat was. Geht's euch auch so? Ich muss sagen, Mir gefallen so Meere, wo noch so Berge und sowas dazwischen sind. Ihr wisst schon, was ich meine. So Hügel und so. So einfach nur Meer, ohne nix. Hier ist ja total langweilig. Ist ja nix. Nicht, dass hier
irgendwo eine Schlange ist, ja. Ich war gerade schon ein bisschen schwimmen. Wasser ist richtig pisswarm, muss man sagen. Also eine Erfrischung ist nicht, aber angenehm. So, jetzt ist die Frage, klettern wir hier wieder runter oder nehmen wir einen Weg, wenn es einen Weg gibt? Hier, oder? Nein, Mann, Alter, nachher falle ich in den Kaktus rein. Das wollen wir nicht. Ich hoffe, es gibt einen Weg, weil... Opa! Also da diese steile Klippe da nochmal runterlaufen, Alter, gar keinen Bock. Okay. Hier sieht's doch nach was aus. Aha. Aber da geht's ja noch weiter hoch. Alter, Mann, wieso habe ich so Angst vor dem verfickten Schlangenzeug und so? Ui, makeba, makeba, makepella, kesta, ui. Welcome to the jungle. Ja, und jetzt links oder rechts? Ich würde sagen hier lang. Wrong turn. Kennt ihr Wrong Turn? Thailand-Version. Nur dass so abgefuckte Affen mich angreifen und mich essen. Aua. Was ist das? Leute. Ah. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für euch, dieses Video zu liken. Ey Junge, bevor ich hier von irgendeiner Schlange gebissen werde und mitten im Dschungel sterben. Au! Werde. Ah, was ist das jetzt hier? Ja Mann, es war halt echt ein Weg. Boah, ey. Oh nein. Oh nein. Ah doch. Boah, guck mal, wie man hier auf einmal so rauskommt. Oha. Wir haben es geschafft, ohne von Schlangen gebissen zu werden. Oder sonst irgendwelche tödlichen Unfälle. Was mir schneller passieren kann. Mit meiner tollpatschigen Ader. Freedom. I'm looking for freedom.